Das ist eine Mine. Das nächste Komplex. Einfach Feuer anmachen. Bandarbeiter hassen mich dafür. Alles dort. Ein Bauplan. Was haben Sie da vor? Egal was, diese Mine ist zu klein dafür. Du kannst daraus die. Wir haben jetzt 4, 5 Pläne eingesetzt, aber er kann daraus nur lesen, dass es groß ist, das Ding. Meine Fresse. Ist nun ein Last für das Team. Können wir noch gleich zu Hause lassen. Ein merkwürdiger Umhang. So, wo ist der denn nicht? Das war der. Bin ganz 64 und dann ziehe ich den mal an. Ich will schon meinen Hufflepuff-Schal. Ach komm. Können wir ein paar Handschuhe loswerden? Trage ich doch. Und wieder Handschuhe. Okay, hier können wir nicht durch. Hier auch nicht. Sind wir hier durch? Scheinbar ja. Ein bisschen Mondstein sammeln ist auch sehr wichtig. Und die nächste Gegnerhalle. Gegner werfen. Nicht einen unschuldigen Mitschüler töten. Ich bin jetzt schon nicht mehr so unschuldig. Gut durch Ambus.
Erstmal looten wir das Kompass. Ich habe mit. Weg hier. Komm. Das bezweifle ich. So, irgendwas zum Looten hier. Revelio. Da oben haben wir was gelassen. Aber nicht ran. Ah, doch, ich komme ran. Okay, das bringt's nicht. Das nicht. Revelio. Aha. Da müssen wir so durch. Natürlich. Das ist nicht gut. Sie bauen riesige Bohrer, sogar zu groß für diese Mine. Das kann ich sogar sehen, ohne Kobaltgang zu können. Wozu haben wir ihn jetzt mitgenommen? Wozu war er uns jetzt nutze? Dass das eine große Maschine ist, hätte ich auch so gewusst. Macht ihr damit über den Fahrstuhl oder was? Aha. Tatsächlich. Nach oben. Ich muss erst mal kurz durchatmen. Das war etwas zu viel für mich. Gut, dass du mitgekommen bist, Amit. Wir kennen ihre Pläne und können verschwinden. Ja, sag mir mal, warum das gut ist. Das hätten wir ohne ihn nicht geschafft. Von der Skizze zu erahnen, dass das ein großes Ding ist. Wir sind fast draußen, Amit. Sieh mal, der Aufzug. Ein willkommener Anblick. Verlasse die Mine. Und da geht's lang.
Können wir darüber reden, was gerade passiert ist? Das war halb so wild, oder? Doch, war es. Ich fürchte, ich hatte genug Abenteuer für einen Tag. Vielleicht sogar für mein ganzes Leben. Danke, Amit. Ohne dich hätte ich es nie geschafft. Wenn es dir nichts ausmacht, muss ich jetzt mit Lodgok sprechen. Verstanden. Dann lasse ich euch allein. Ihre Kobold-Geheimnisse sind bei mir sicher. Doch irgendwann schreibe ich ein Buch über dieses Abenteuer. Mhm. Ohne weitere Umschweife, lebt wohl. Ja, war sehr gutes Job gewesen, du bist. Fantastisch, einfach fantastisch. Hab ihn sehr gebaut. Sie bauen gigantische Bohrer. Wir haben ihre Pläne gefunden. Renrock muss nach den Behältnissen suchen. Ich fürchte, da haben Sie recht. Abgesehen von Schloss Rookwood weiß ich aber nicht, wo er zu suchen plant. Ich habe über noch etwas nachgedacht, was Sie draußen gesagt haben. Ja? Wenn Sie Renrocks Ansichten teilen, warum helfen Sie mir dann? Ich hielt Schloss Rookwood für verlassen, als ich mit meiner Suche begann. Ich hätte nie gedacht, dort eine Hexe anzutreffen in einer improvisierten Forschungsstätte. Sie hat so konzentriert gearbeitet, dass sie mich fast nicht bemerkt hätte. Als sie aufsah, dachte ich, sie reagiert mit Angst oder Verachtung. Aber sie tat etwas, was ich nie vergessen werde. Ohne eine Sekunde zu zögern, lächelte sie und bat mich, Platz zu nehmen. Sie sagte, sie sei Forscherin und zeigte mir einen kleinen, seltsamen Behälter mit einem fremdartigen Symbol. Sie meinte, er sei aus Koboldmetall, aber konnte ihn nicht öffnen. Sie wollte zusammenarbeiten. Miriam. Ja, aber woher... Professor Fakes Frau. Er hat mir von ihrer Forschung erzählt und ich weiß vom Behälter. Ah, wie ehrfürchtig sie von Kobolden sprach. Ihrer Intelligenz und ihren Talenten, damit hatte ich nicht gerechnet. Nie haben mich Hexen oder Zauberer mit so viel Respekt behandelt. Und zu meiner Überraschung ließ ich sie den Behälter untersuchen, wenn ich mich dafür im Schloss umsehen durfte. Wir trennten uns und sie versprach, ihre Erkenntnisse zu teilen. Mehr von Renrocks Leuten kamen und wir begannen zu graben und fanden schließlich das erste Behältnis. Renrock war erfreut über unseren Fund, aber zornig, als ich ihm von Miriam erzählte. Ich sollte keiner Hexe vertrauen. Als ich hörte, dass sie tot ist... Du glaubst, Renrock hat sie ermordet? Ich will es nicht glauben. Aber ich weiß nicht. Danach veränderte sich etwas in mir. Ich hatte erlebt, wie die Macht der Behältnisse Renrock verwandelt hatte. Und alle anderen auch. Da konnte ich nicht länger mitspielen. Danke, Lodgok, dass du mir das sagst. Ich sage Ihnen das, damit Sie verstehen, was auf dem Spiel steht. Renrock hat Bragbaws Bücher nie alle gefunden. Aber aus den gefundenen ging hervor, dass Bragbaw irgendwie ein Behältnis gebaut hat, das noch größer ist als das unter Schloss Rookwood. Ihre heutige Entdeckung beunruhigt mich zutiefst. Wenn Renrock erfährt, wo sich das Behältnis befindet, steht uns ein großer Krieg bevor, fürchte ich. Oh je. Ich finde heraus, was Renrock weiß. Ich schicke meine Eule. Ein Krieg, das wäre absoluter Wahnsinn. Okay, wo geht's jetzt als nächstes hin?
Mit der Quest sind wir, glaube ich, durch. Dann machen wir mit der Sebastian-Quest weiter, wenn wir hier schon mal unterwegs sind. Okay, können wir nicht lang. So, die Sebastian-Quest, die haben wir hier. Im Schatten der Mine. Von einer Mine zur anderen Mine. Okay, Sebastian mal Aussichtspunkt treffen. Da werden wir aber jetzt unbedingt mal einen Zwischenstopp bei Hogsmeade lassen. Den Schal hier. ...188 Verteidigung und 204 Offensive und 1500 Gesundheit. Sehr großartig. Haben wir hier noch eine bessere Brille? Nicht wirklich. Es sei in diesen besser. Gut. Was haben wir hier? Herausforderung Kampf. Aha, jetzt haben wir eine Ritterrüstung. Paar Spinnen besiegt haben. Police Officer Bekleidung. Interessant. Haben wir hier noch was nicht eingesammelt? Erkundung. Buchseiten. Wir haben alles, was wir können. Na, dann würde ich mal eine Schnellreise vorschlagen. Das würde das eleganteste sein. Nach Apoxfield. Nein, vorher machen wir noch einen Zuschneiden. Hogsmeade. Musste ich gerade mal nachdenken. Wir wollen unser Zeug verkaufen. Und zwar hier am besten. Kann man vielleicht von Hogsmeade aus mit dem Besen oder Begriff fliegen. Auf geht's nach Hogsmeade. So, Hogsmeade. Das Beste schon wollen wir jetzt eigentlich gerade nicht. Machen wir gleich. Wo ist der Klamottenladen? Das ist eine Cafeteria. Kleiner Zwischenstopp bei dem Sonntagsmodeladen. Wie hieß der nochmal? Diesen kriegt Sonntagsstart. Ja, und dieser. Da ist er ja schon. Direkt vor der eigenen Schnauze. Bevor Sie fragen, ich habe keine neuen Socken mehr. Wenn Ihre Füße riechen, müssen Sie sich etwas anderes überlegen. Erstmal Tee. Weiß nicht, was so klug ist beim Klamottenhändler, die Klamotten zu verkaufen. Wir haben heute viele Waren. Und mir schien so, dass der die besten Preise gibt. Und der kann am meisten damit anfangen. Macht am meisten Sinn, dass wir das bei ihm verkaufen.
Ich werde steinreich. Das behalten wir erstmal. Jumetra Hausumhang. Sieht aus, als wäre es nur für sie gemacht. Auf gar keinen. Samtschulumhang. Nicht identifizierte Gegenstand Kopf. Aha. Sieht aus, als wäre es nur für sie gemacht. Und dann jetzt auch die ganzen Sachen, die wir ihm verkauft haben, oder was? Kunstvolle Zweier, gerade ganz schön. Sieht davon irgendwas gut aus? Sieht aus, als wäre es nur für sie gemacht. Auf gar keinen. Das letzte, was ich bei ihm gekauft habe, ist das, was ich anhabe. Sie haben ein gutes Auge für Mode. Das Gewand. Schauen Sie jederzeit vorbei, wenn Sie in der Gegend sind. Das sah ganz gut aus. Und ab und zu gibt es da mal was, was gut aussieht, aber naja. Ah ja. Ach, durch die Seitentür nach draußen. So, dann würde ich mal sagen, auf nach Abhochsfeld und dann. Oh, ein neuer Tagesprophet-Seite. Hexe erwacht aus einem 600-jährigen Schlaf. Eine irische Hexe ist endlich erwacht, nachdem sie 600 Jahre lang in einem verhexten Schlaf gelegen hatte, dem sie angeblich den nachfolgenden Generationen ihrer Familie vererbt wurde, zusammen mit dem Haus ihrer Vorfahren, in Donnegau. Und einem paar ziemlich schöne Holzschuhe im Gepäck mit dem Tagespropheten, sagte ein Familienmitglied, sie wurde mit dem Haus vererbt. Ein etwas seltsames Erbstück, dachten wir. Aber ich will die Tradition nicht in Frage stellen. Wir hielten das Zimmer einfach verschlossen. Ich hatte keine Ahnung, dass sie meine Nun, sie verstehen schon. Als die Hexe selbst einen Kommentar gebeten wurde, sagte sie, man sagte, ein guter Schlaf sei das Geheimnis eines langen Lebens. Nun, es waren 600 Jahre und ich kann nicht sagen, dass die Leute Unrecht hatten. Aha. Das ist doch eine Vingalium Leviosa Seite. Mercurio Seite. Genau. Ich bin heute auch irgendwie. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Ich bin heute auch irgendwie merkwürdig. Die 400 Schritte könnte man fast laufen. Machen wir auch. Ach, wenn wir den Zaun springen, der sich gerade öffnet. Die Ruine haben wir auch noch nicht erkundet. Da ich von der Ferne schon Aschwindereneier gesehen. Ein Schloss muss mal sehr prunkvoll gewesen sein. Oder ein Feuer. Okay. Mit Sachen drin.
Vincent! Okay, jetzt haben wir so ein magisches Artefakt gesammelt. Da geht's runter. Ein Schal. Gab's aber noch mehr zu sehen. Naja. Ich habe hier ein Achievement zu kriegen. Kühlschipsen. Sahen auch schon mal besser aus. Nachdem du sie geschubst hast. Kühlquieren. Jetzt müssten wir es aber gleich haben. Ah ja, Milchshake. Geschafft, freigeschaltet. Dafür muss man 10 Kühe mit Flipendo umdrehen. Finde ich großartig, dieses Achievement. Das macht man ja nicht von selbst. 10-mal Kühe. Wenden. Habe ich durch Zufall entdeckt, dass es das gibt, das Achievement. Hat, glaube ich, der Stand irgendwie dahinter hat irgendwie wieder 4,5% der Spieler irgendwie hat das geschafft. Damit müsste ich auch wieder, das ist das auch wieder, bei so einer Prozentzahl bin ich auch wieder einer, bin ich auch wieder der einzige deutsche YouTuber, der das, das gemacht hat. Bin ich wieder ein Alleinstellungsmerkmal. Wenn die Prozentzahl stimmt. So, Aussichtspunkt. Wo bist du, Aussichtspunkt? Sebastian müssen wir treffen. Okay. Oder Sebastian, aber ich sag Sebastian, weil das ist ja. Ich wusste doch, meine Eule weckt dein Interesse. Ist eine britische Zaubererschule. Und ja, sind nicht alle Briten, aber es ist schon. Tendenziell ist die britische Aussprache. Ich kam so schnell ich konnte. Ich war so sehr mit Ominous und den Katakomben beschäftigt, ganz zu schweigen von der Reaktion meines Onkels, dass ich fast vergessen habe, was mir am Triptychon aufgefallen ist. Das hier ist die Aussicht auf der Leinwand des Triptychons. Unglaublich. Du kennst dich hier gut aus.
Als ich auf dich gewartet habe, sah ich mich etwas um und entdeckte eine verlassene Mine in der Nähe, umringt von Renrocks Anhängern. Glaubst du, es besteht eine Verbindung zum Triptychon? Keine Ahnung. Aber vielleicht untersuchen sie es. So wie auch Schloss Rookwood und Isidoras Anwesen. Wie wollen wir vorgehen? Es wird doch langsam zur Gewohnheit. Wir müssen sehen, was sie tun. Ich sage, wir greifen sie direkt an. Begraben wir unsere Feinde. Also gut. Und ich habe immer noch das Runensymbol von dem Triptychon. Wenn es eine Verbindung gibt, sehen wir das Symbol bestimmt nochmal. Nach dir. Schatten der Mine. Machen wir sie Platz. Angriff ist die beste Verteidigung. Da sind sie, da vorne. Geh du voran. Niemand betritt diese Mine. Wer es versucht, muss sterben. Das sehe ich anders. Einfach mal wieder verstehen, du Hölzchen! Levioso! Descendo! Erstmal looten. Komm dahin, wo bist du hier? Oh, da bringen wir es hinter uns. Levioso! Ich lass dich runter. Ja. Okay. Das ist eh schon wieder unverzeihlich flüchtig. Ich merke, die sind verflucht, die Leute. Das ist für den Kruzio-Zeichen. Jetzt sind Läpse von Kruzio. Ich habe es bestimmt nicht eingesetzt. So, erstmal looten. Waren wir hier nicht schon mal? Die Mine mit dem Auge war woanders. Wir sind ein gutes Team. Ja, in der Tat. Recht in Eingang zur Mine. Wir könnten uns wie so oft durchkämpfen. Oder heimlich vorgehen. Du weißt ja, was ich tun würde. Das ist mein Kind. Du wirst schwach. Wieso habe ich jetzt hier? Das wollte ich gar nicht. Das war's mit dem Spaß. Spaß ist ein dehnbarer Begriff. Wie wahr? Das war relativ spaßig. Oh, bisher machen die Kämpfe sogar Spaß. Das sah fast aus wie eine Truhe. Rebellio. Da gibt's nichts. Da gibt's was. Wohl erwähnen, dass diese Mine angeblich wegen einer Spinnenplage vor langem geschlossen wurde. Ach nö. Schön.
Das bin ich ja schon gewohnt. Nicht schon wieder Spinnen. Ja, recht so. Schon wieder Spinnen. Muss das sein? Es kommen Spinnen. Aussichtspunkt Mine.